Bauer sucht Frau geht in die 18. Runde und zum Staffelstart wartete auf die liebeshungrigen Bauern wie in jedem Jahr das große Scheunenfest. In der neuen Staffel wurde das Scheunenfest sogar auf 2 Folgen ausgeweitet und so kam es in der jüngsten Folge vom 11.10. zu einer Entscheidung, mit der selbst Inka Bause nicht gerechnet hätte. Im Zentrum des Eklats, der 58-jährige Viehwirt Theo aus der Eifel. Die beiden Damen Helena und Yvonne haben es bei Theo in die engere Auswahl geschafft. Doch dann stand die Entscheidung an, welche der beiden Anwärterinnen Theo mit auf seinen Hof nehmen will. 100% getroffen schwärmte Kandidatin Yvonne zuvor noch von dem Bauern und gab sich siegessicher. Dann teilte Theo Helena und Yvonne die Schocknachricht mit. Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung. Für mich ist es wichtig, ehrlich zu bleiben und anderen Menschen ganz klar zu sagen, so sehe ich das. Ich möchte nichts vorspielen. Aus meiner Sicht passt es bei beiden für mich nicht. Auch wenn sich Yvonne und Helena anfangs noch verständnisvoll zeigten, machten sie ihre Enttäuschung später im Interview Luft. Ich fühle mich ein wenig von Theo veräppelt, so Yvonne sauer.